Willkommen zurück zu einer neuen Folge Elden Ring hier im Steinsarg. Wir haben eben eine neue Gnade freigeschalten am Ende der letzten Episode. Und ja, erkunden jetzt weiter dieses Gebiet aus Gellies. Bleibst du tot? Natürlich nicht. Den Skelly hältst du ganz schön viel aus. Ich finde die Resurrection-Mechanik in diesem Spiel ist ein bisschen... Oh. Uneinfallsreich. Ich glaube, ich habe das schon mal während im Hauptspiel gesagt. Es fühlt sich forciert an. Weil FromSoft das Gefühl hat, ja, das gehört halt zu einem Souls-Spiel dazu. Au. Ach, scheiße, ey. Okay, wisst ihr was? Ich lasse den da. Sieht nicht so aus, als würde der mir nachkommen. Buh, was ist denn das eklig? Das ist ein Mega-Schleim. Aha. Haben wir irgendwelche Bomben oder so? Ja, massenhaft Globuli. Und 7 Feuertöpfe. Wir haben 7 Feuertöpfe. Ich glaube, die können wir auch wieder craften. Ich will mal probieren, ob das irgendwie was bringt. Deswegen verwende ich kein Crafting. Für die Mühe, die man sich macht, ist es komplett unterwältigend. Okay, es kann auch auf die andere Seite angreifen. Ist auch anfällig gegen Bluten. Und trifft meilenweit daneben. Das ganze Ding ist nicht sonderlich gefährlich. Es ist einfach ätzend, weil es unglaublich viel aushält. Die Dinger sind gefährlicher. Au. Okay, Schmiedesteine. Taujuwel. Da ist ein Höhlenausgang. Da ist wahrscheinlich irgendwie ein Shortcut, wo wir zurückkommen werden. Also das heißt nicht ein Shortcut, sondern ja, irgendwie wie wir halt zurückkommen werden. Was? Das ist ein Gegner. Okay. Oh. Dich kennen wir doch. Oh, Dude. Der Angriff vergaß dich. Ich wollte eigentlich gerade das über die Kolosseen durchlesen. Aber der Ladebildschirm war zu schnell. Aber ich weiß nicht, was es mit denen auf sich hat, wenn ich ehrlich sein muss. So, die Skellies. Ich denke, die machen wir weg. Ich habe Angst da so nah an der Klippe. Ah! Okay, bleib da unten bitte.
So, dann ist hier Megablob respawned. Dann haben wir die kleineren Blobs. Die sollten eigentlich nicht so schnell sein. Zauber, mehrschichtiger Ring des Lichts. Was macht das Ding? Feuert mehrschichtige goldene Ringe aus Licht ab, die dauerhaft Schaden verursachen. Spannend. Oh ja, die Heilung auf Zeit hätte ich noch ausprobieren sollen wollen. Ja, da kann man auch nochmal rüber. Gibt's hier noch was? Nee. Okay, weiter hier hoch. Gegner? Keine Gegner. Hübsche Pflänzchen. Ich liebe Violett. Eine sehr schöne Farbe. Eine meiner Lieblingsfarben. Okay, da ist... Oh, hier oben ist eine Gnade. Okay. Was ist mit diesem Shortcut-Dingens? Wo man wieder rauskommen kann. Dieses Loch da. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas übersehen. Okay. Ja, hier sind wir hergekommen. Gibt's hier vielleicht noch irgendwie ein Loch in der Wand oder sowas? Nee. Okay, die Blobs machen sich auf den Weg. Seht ihr diese Öffnung da? Die ist doch verdächtig in jeglicher Hinsicht. Da war unsere letzte Gnade. Warte mal. Was ist hier? Ja, good job. Ich weiß nicht, ob das gut war, hier zu rasten, aber ich mach's trotzdem. Ich will mal probieren, ob wir hier runterkommen. Tun wir, okay. Masse der Verwesung, das ist auch ein Zauber. Oder? Wirft eine große Masse an Fäulnis, braucht 22 Glaube, okay. Schade, wir hätten uns... ist das das alte Skelly? Okay. Ich glaube, hier können wir zur Öffnung. Okay, das sind andere Skellys. Mehr Bogenschützen. Oh Gott, ich hasse Fernkämpfer. Au. Zu früh. Au. Soll ich die töten? Oder gehen wir einfach weiter? Da unten ist noch Loot. Okay.
Okay, dann du. Okay, nichts Wichtiges, aber hey. Mitgenommen ist mitgenommen, wissen wir Bescheid. So, und ich denke, wir sollten jetzt bei diesem Loch da rauskommen. Alles andere ergibt keinen Sinn. Ich denke, wir waren vor allen Dingen hier für den Zauber. Genau, das wird das Loch sein. Hier ist der dicke Blob. Und dann können wir uns bei der nächsten Gnade rasten. Ich denke mal, der hier ist nicht respawned. Genau, weil er hat was Großes gedroppt. So, idealerweise werden wir jetzt hier nicht sterben, indem wir dumm runterspringen. Gut. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Fast schon ein bisschen zu geschmeidig. Wo sind wir hier? Tiefen des Risses. Okay. In den Tiefen. Cooles Level. Hier kann man was beschwören. Bosszeit? Fragezeichen. Es ist zu ruhig hier. Oh, hier ist einer. Oh, bitte gewährt mir den Mut, zu euren Füßen zu fliegen, meine liebste Sankt Trina. Ich habe das Gefühl, hier kann man runterspringen, ohne dass man stirbt. Ich meine, wir sind direkt nach einer Gnade, warum auch nicht? Ja, wir wären schon längst gestorben, wenn man hier nicht runterspringen könnte. Ja, das ist doch immer eine Boss-Arena. Nee, gut, RIP 117.000. Oder wir gehen nochmal ganz kurz zurück und verwenden irgendwie Runen. Wobei, lohnt sich das? Auch nicht unbedingt, oder? Wir haben noch die 80.000er Rune. Das Ding hier. Ich würde die allerdings gerne als 5x15k sind wären 75. Das reicht allerdings noch nicht. Wie viel brauchen wir? 224. 225. Dann nehmen wir noch diese vier. Fast. Fast. Dann haben wir... Oh, 12 ist ein bisschen viel. 11 Skado-Fragmente haben wir. 10.000 ist auch ein bisschen viel. Wir haben doch bestimmt noch alte Runen, oder? Diese Dinger hier. Nimm mal 3 davon. Ja, 6.000. Okay. Das reicht. Level up. 28. Juhu. Dann gucken wir uns mal diesen Boss an. Buffs. Ich rechne jetzt hier ehrlich gesagt nicht mit Gift. Deswegen werde ich die Zauber umlernen. Die Dinger können wir momentan so oder so nicht verwenden. Das heißt, was wollte ich haben? Ich wollte die Heilung, die über Zeit heilt. Ach, wie hieß die nochmal? Das können wir nicht verwenden. Feuerresistenz, Heiligresistenz. Zeugt einen Schatten.
Okay, das haben wir auch. Das können wir wahrscheinlich nicht verwenden. Belastung durch Todespest. Das da. Bestialische Lebenskraft nehmen wir. Und ich denke, wir probieren das mal aus, weil wir es geskillt haben. Und ich denke, es wird nicht funktionieren. Nee. Okay, ich hau mal die bestialische Lebenskraft hin. Und dann werden wir gucken, ob der Boss, das ist, ich nehme jetzt stark an, es muss ein Boss sein. Alles andere geht eigentlich gar nicht. Dann gucken wir mal, was der Boss an Schaden macht. Ob wir da irgendwas Spezielles identifizieren können. Es sieht dann wohl so aus, als wäre da hier unten... Ist das was? Nee, ich glaube, das war nur eine Reflexion. Hier unten gibt es nichts mehr. Okay, auf geht's. Es ist wohl Bosszeit. Was erwartet uns? Fäulnisritter, okay. Okay. Frostschaden? Okay. Fühlt sich machbar an? Ich treffe einfach nichts. Sein Pferd ist etwa so potent wie das von Radan. Ja, man trifft einfach nichts. Okay, wenn er vom Pferd drunten ist, dann ist es schlecht. Also wenn der keine zweite Phase hat, dann würde ich den als sehr machbar einschätzen, auf den ersten Blick. Aber wer weiß, was noch so kommt. Wir spielen jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob wir was für gegen Frostwiderstand haben. Er macht viel Schaden, aber nicht super viel. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass wir jedes Mal hier wieder runterspringen müssen. Das ist einfach nur tote Zeit. Okay, komm her, Freundchen. Au. Au. Heilung. Au. Ruhig, Blutjunge. Oh, das Timing habe ich gar nicht gerade. Die Heilung über Zeit ist minimal. Ah, zweimal draufgehauen.
Ja, die Heilung über Zeit ist... Okay, was zur Hölle ist das? What? Ist das ein Fall für Springen? Also die bestialische Lebenskraft ist nichts. Ich glaube, man kann das Ding auch nicht. Anrufungsskalierung 143. Kann man das leveln? Ich weiß es nicht. Vielleicht müsste man einen Katalysator verwenden, den man hochgelevelt hat. Vielleicht bringt der Zauber dann ein bisschen mehr. Okay, ich habe keine Ahnung, was das für ein Angriff war. Den müssen wir auf jeden Fall noch lernen. Er kam jetzt auch relativ, oder war er ungefähr bei 60% waren, glaube ich, oder? Man trifft den halt einfach nicht. Oh. Ja, setz er nochmal nach. Ja, Überhandangriff kommt immer zweimal. Man denkt, man ist erst fertig. Getroffen. Gott, ey, dieser Angriff, wo er vom Pferd runtergeht. Ich glaube, es läuft immer etwa gleich ab, aber ich habe das Timing überhaupt nicht drin. Das Pferd rennt zweimal durch einen durch. Bisher immer. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und... Gott, ich wünschte, da unten gäbe es eine Marika-Statue. FromSoft, warum? Warum immer diese blöden... Diese blöde Downtime? Da wünscht man sich, man würde livestreamen, weil dann könnte man zumindest Chat lesen, ne? Tja. Was soll's. Es ist, wie es ist. Aber ich werde mich sicher noch ein paar Mal darüber beschweren. Keine Ahnung, es ist einfach schlechtes Game Design. Unnötige Downtime. Wo ist die Hitbox? Warum triffst du nichts? Mann! Ey! Meine Fresse! Warum treffe ich den nicht? Ich kann schwören, also meine Tiefenwahrnehmung ist zwar nicht die beste, aber so schlecht ist sie, glaube ich, auch wieder nicht. Ich kann schwören, treffe den. Ich hau einfach ins Leere. Komm, fall ein bisschen schneller. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier auch nicht wirklich irgendwelche Buffs. Es ist einfach nur, geht gut. Ich treff nichts. Zweimal.
Da weiß ich auch nicht, was man gegen das machen kann. Mach mich rasend, dass ich den nicht treffe. Au. Zwei. Jetzt kommt das Pferd. Er wieder. Das Pferd. Oh, dann kommt er auch nochmal. Okay. Dann kann ich Schaden machen. Okay, Pferd. Der kommt ziemlich schnell, fährt zweimal, dann kommt er nochmal. Und jetzt können wir draufhauen. Au. Ich dachte, wir hätten mehr Zeit zum draufhauen. Der Frost-Build-Up geht eigentlich. Und ich sterbe aktuell meistens mit Heilungen. Ich denke, die Heilungen, so wie ich jetzt spiele, reichen etwa bis 50%. Vielleicht 40%. Oh, ich hasse diesen Runback. Er ist räudig. Richtig räudig. Was für ein Aufzug. Das dauert gleich lange. Ich will einfach nur den Boss bekämpfen. Okay, getroffen. Bin ich schon mal zufrieden. Mann, man trifft ihn einfach nicht. Ah. Brauche echt für den irgendwie, glaube ich, eine Waffe, die mehr Range hat. Meine Fresse, ey. Man trifft ihn einfach nicht. Ständig ins Leere hauen. Frost wird bei dem nicht wirklich was bringen. Oh, ups. Das wollte ich nicht. Ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, dass ich den zuverlässig treffe. Ansonsten könnten wir eventuell auf den Reißzahn wechseln, aber ich vermute, der Mann wird wesentlich weniger Schaden machen. Wahrscheinlich hat er auch ein bisschen Magieresistenz. Was sicher nicht hilft. Okay, Pferd. Oh. Okay, ich habe ihn erwischt. Ah, kommt der zweite nochmal. Keine Ahnung, was man da machen kann, aber es macht nicht so viel Schaden.
der zweite kommt so schnell. Pferd. Ah, fast. Okay, wenn ich den ausweichen kann, ich glaube, da kann man ein bisschen Schaden machen. Ich meine, es sieht nicht so schlecht aus. Doch, es sieht schlecht aus, wenn man mit 8 Heilungen zu sterben, das ist natürlich ein Unding. Wir fressen zu viel Schaden. Das ist schwierig zu heilen, auch bei ihm. Soll ich mal den Bluthund-Reißzahn verwenden? Oh, ups. Zweihändig? Okay. Was ist Finesse des Bluthunds? Okay, das ist Blocken. Okay. Kann man mal ausprobieren. Das ist der Schwere. Der braucht relativ lange. Ich habe das Gefühl, er hat ein bisschen Magieresistenz. Wahrscheinlich, weil er Frost macht. Und deswegen ist vielleicht eine Waffe ohne Magieschaden ein bisschen effektiver gegen den. Plus, ich glaube, das Ding hat eine bisschen höhere Range. Ja, Schaden ist geringer. Ja. Ja, ist schlechter. Okay, Glück gehabt. Ich treffe ihn auch nicht wirklich besser. Au. Ja, ich treffe ihn nicht wirklich besser. Die Waffe ist Schrott. Haben wir das schon mal etabliert? Ich probiere jetzt trotzdem noch das Großschwert. Und ich glaube, das Ding hat einen Buff. Den können wir am Anfang mal verwenden. Und sehen, wie viel Damage wir machen. Weil Frost wird nichts bringen gegen den. Aber vielleicht ist der Damage einfach besser. Plus die Reichweite könnte wichtig sein. Okay. Nee. Ist nicht hoch genug. Damage ist nicht schlecht. Mit Buff, aber. Ah. Mit Buff ist der Damage nicht schlecht. Ich probier's mal ohne Buff. Ich weiß nicht, ob es besser ist als die Katanas. Ist ungefähr gleich mit Buff, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht ein bisschen mehr mit Buff. Von dem her denke ich mal, der Damage wird ungefähr gleich sein ohne Buff. Was aber besser ist bei dem Schwert ist, Poise-Durchbruch ist sicher besser. Nachteil ist Frost, wenn ich Brocken. Bluten ist höchstwahrscheinlich besser. Würde ich meinen.
Allerdings war Bluten bisher nie much entscheidend. Okay, guck mal, was wie der Schaden ist ohne. Geht eigentlich. Okay, da habe ich ihn getroffen, von dem her die Reichweite ist auch ein bisschen besser. Pferd. Ja, die Reichweite ist ein bisschen besser. Wow, das war viel Schaden. Okay. Ich habe das Gefühl, das Mondlicht-Großschwert ist ein bisschen besser, weil ich ihn besser treffe. Plus, es macht einen Ticken mehr Schaden. Ich kann am Anfang sehr gut buffen. Wir haben die Zeit, weil er reinkommt. Das heißt, wir können die ersten paar Minuten mit Buff spielen, was nochmal ein bisschen höherer Schaden ist. Aber das war jetzt saumäßig viel Schaden, der reingekommen ist. Muss mal gucken, ob ich irgendwie sogar einen Heavy-Angriff verwenden könnte bei dem. Ah, ich hasse das. Kann es sein, dass die Angriffsgeschwindigkeit von dem ein bisschen besser sogar ist? Okay, Pferd. Oh, hat mich nicht erwischt. Wow. Au. Er schmeißt das Ding, ne? Ja. Okay, schlecht. Damn it! Ich hasse es, mit so vielen Flaschen zu sterben. Ich meine, wenn wir wenigstens noch zwei unten wären, okay. Plus, ich möchte gern eigentlich mal wieder in diesen Special Move nochmal sehen. Ich weiß nicht genau, was er da tut. Aber ja, das Schwert ist auf jeden Fall besser. Gegen den. Zumindest was den normalen Schaden betrifft. Und das Bluten ist jetzt halt whatever. Scheiß drauf. Aber er nimmt normalen Magieschaden, habe ich das Gefühl. So. Ja, seht ihr, da treffe ich ihn. Ah! Au. Puh. Okay, gut. Okay, das ist greedy.
Mom, das Pferd, ey. Eigentlich ist das Timing nicht so schwierig. Aber ich krieg's irgendwie meistens nicht hin. Okay, wir machen einen Break und probieren es in der nächsten Episode nochmal. Bis dann, macht's gut und auf geht's.